Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, es ist für uns Haushälter wieder, sind zwei lange arbeitsreiche Monate zu Ende gegangen mit großem Erfolg, wie wir übereinstimmend finden und wie das auch schon viele Male gesagt worden ist. Es ist hier aber auch der letzte Haushalt, den wir gemeinsam in dieser Legislatur machen. Und vor dem Hintergrund lohnt es sich auch einmal zu gucken, wo die großen Linien sind, die wir gemeinsam vertreten haben. Und da will ich hier nochmal den Bereich der inneren Sicherheit nach vorne stellen und vor allen Dingen die Menschen, die in diesem Bereich tätig sind. Über 40.000 Bundespolizisten haben nämlich genau wie die vielen, vielen Ehrenamtler im letzten Jahr in diesem Land einen Hammerjob gemacht und machen ihn bis heute. Und schon im März hieß es, dass diese Bundespolizisten unter über 3 Millionen Überstunden ächzen. Und darum ist es eine gute, eine überzeugende Antwort des Haushaltsausschusses und des Bundestages, dass wir erneut, nachdem wir schon im letzten Jahr Tausende von neuen Stellen für die Bundespolizei geschaffen haben, diese Zahl jetzt auf insgesamt über 7.000 neue Bundespolizisten bis zum Jahr 2020 erhöhen. Und das ist das Signal an die Bundespolizei. Wir schätzen nicht nur eure Arbeit enorm wert, sondern wir unterstützen sie auch. Das tun wir nachhaltig, denn das sind ja alles Beamte, die uns erhalten bleiben werden. Und für diejenigen, die diese vielen, vielen Überstunden geschoben haben, ist das auch das deutliche Signal, dass sie die Wahlfreiheit haben werden zwischen Auszahlen oder Freizeitausgleich für diese Überstunden. Das sind wir ihrer Lebensqualität und der ihrer Familien. Das sind wir denen schuldig und da halten wir Wort. Und dazu gehört natürlich auch, dass wir für diese Bundespolizisten die Sachmittel und die Personalmittel ausgestattet haben im Umfang von zusätzlich ungefähr 880 Millionen Euro. Und wir wollen diesen Bereich der Bundespolizei auch ein bisschen weitergreifen, weil natürlich viele andere Behörden auch dazu gehören, wie zum Beispiel, wir haben den Zoll massiv verstärkt, das Bundeskriminalamt, die Dienste, den Verfassungsschutz. Wir haben die Justiz massiv gestärkt und wir haben auch deren Ausstattung gestärkt. Und nur im Bereich, ich komme von der Küste, man möge mir das jetzt nachsehen, wir haben nicht nur 3 neue Bundespolizeischiffe möglich gemacht für 165 Millionen Euro, wir haben auch 3 neue Zollboote möglich gemacht und Hubschrauber. Herr de Maizière ist gerade nicht da, aber die Hubschrauber, die Transporthubschrauber waren ein wichtiger Punkt und auch davon wird es 4 geben, die aus- oder umgerüstet werden und zusätzlich zur Verfügung stehen. Also diese große Koalition hält in diesem wichtigen Feld Wort. Und das hat in der Tat auch sehr viel mit der inneren Sicherheit nicht nur in unserem Land zu tun, sondern es geht natürlich auch um die Stärkung der Außengrenzen des Schengen-Raumes und es geht auch um unsere Verantwortung innerhalb von Frontex, wo wir ja mehr Verantwortung übernehmen wollen und müssen. Das Ganze hat etwas damit zu tun, dass natürlich die Stabilität in Europa sehr wohl nur auf Dauer erhalten bleiben kann, wenn die Außengrenzen auch mit unserer massiven Unterstützung gesichert sind und gesichert bleiben. Und darum ist es richtig, was wir hier machen. Es gehört aber auch das THW zu unserer Auffassung von innerer Sicherheit. Das THW, die größte Ehrenamtsorganisation mit 80.000 ehrenamtlich Tätigen, die in vielen, vielen Situationen in unserem Land hilfreich sind, aber auch gute Botschafter Deutschlands in der ganzen Welt und auch in vielen Krisengebieten und in vielen Flüchtlingslagern einen hervorragenden Job machen. Man muss wissen, ja. Man muss wissen, dass das THW mit seinen 80.000 Ehrenamtlern über 800 hauptamtliche Kräfte verfügt hat, als diese große Koalition ihre Arbeit aufgenommen hat. Wir haben im letzten Jahr über 200 neue Stellen geschaffen und jetzt kommen noch einmal 150 neue dazu. Das heißt, wir sind bei deutlich über 1.100 hauptamtlichen Stellen und darauf sind wir gemeinsam stolz. Und das ist auch das, was das Ehrenamt und das THW zu seiner langfristigen Stärkung braucht. Vielen Dank, dass das geklappt hat.
Und wichtig ist natürlich auch, dass 375 Stellen gehoben werden beim THW, denn es ist eine anspruchsvolle Arbeit und die muss auch entsprechend entlohnt werden. Und richtig wichtig ist auch, dass wir im Haushaltsausschuss schon im letzten Jahr, in den letzten beiden Jahren, ein Bauprogramm für die Liegenschaften des THW für fast 30 Millionen Euro auf den Weg gebracht haben und jetzt mit einem Programm von 100 Millionen für die Erneuerung des Fuhrparks bis 2023 auch an dieser Stelle zeigen. Liebe Freunde vom THW, es ist uns wichtig, dass ihr richtig gut ausgestattet seid. Und natürlich ist das auch soll das auch ein Motivationsschub sein, um weitere Mitstreiter für das THW langfristig zu gewinnen. Zum Haushalt von Herrn de Maizière gehört aber natürlich auch das wichtige Thema Integration. Und auch dort hat diese große Koalition die Kosten für Integrationskurse mehr als verdoppelt gegenüber dem Zeitpunkt, als wir hier gestartet sind. Und das haben wir auch nicht erst gemacht, als wir im letzten Jahr diese sehr große Zahl von Flüchtlingen hatten. Wir haben es in mehreren Stufen gemacht. Und was ich besonders schön finde und woran ich hier noch mal erinnern will, ist, dass wir es waren, die Haushälter der Großen Koalition, die eine Initiative ergriffen haben dafür, dass die Lehrkräfte, die in diesen Integrationskursen unterrichten und die einen absoluten Hammerjob machen und von deren Qualität es auch abhängt, ob Integration in Deutschland wirklich gelingt oder nicht, dass wir das, was die verdienen, den Stundensatz von 23 Euro, das war beschämend wenig, auf 35 Euro die Stunde angehoben haben. Das war wirklich ein gutes und ein richtiges Signal. Diese Integrationskurse helfen aber ja nur den Menschen, die eine gute Bleibeperspektive in unserem Land haben. Und das sind aktuell die Syrer, die Iraker, Iraner, Eritreer und Somalier. Und wir alle wissen, dass viele, viele Menschen, die ehrenamtlich in der Flüchtlingshilfe engagiert sind, uns immer wieder Briefe schreiben und sagen, Freunde, das ist nicht in Ordnung, dass die Afghanen keinen Zugang haben. Denn die Afghanen, die liegen mit ungefähr 47% Anerkennungsquote ja nur ganz knapp unter den 50%. Und wenn man hinzunimmt, dass viele Afghanen, die bei uns nicht bleiben können, aber doch gar nicht zurück nach Afghanistan gehen, sondern nach Dublin nur in andere europäische Länder gehen, wo sie dann auch anerkannt werden, dann ist ihre Anerkennungsquote in Wahrheit höher. Und dann versündigen wir uns an ihnen, wenn wir ihnen nicht Chancen bieten, hier sich auch zu integrieren. Und dazu gehört zuallererst der Erwerb der deutschen Sprache. Und darum bin ich besonders froh, dass es gelungen ist, in der Großen Koalition mit dem Integrationspakt auch Orientierungskurse zu bilden. Und diese Orientierungskurse, die sind finanziell ausgestattet jetzt mit diesem Haushalt, die werden bis 2020 100 Millionen Euro werden wir in die Hand nehmen. Und diese Orientierungskurse werden eben auch für diejenigen offenstehen, die keine sichere Bleibeperspektive haben. Und das sind vorrangig die Afghanen. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir, wenn diese jungen Menschen Sprache lernen, unabhängig davon, ob sie auf Dauer bleiben oder nicht, Sprache lernen, beschäftigt werden, qualifiziert werden, dass das alles der wichtigste Beitrag ist, auch sie von anderen Dingen abzuhalten, die wir uns nicht wünschen können, sondern ihnen die Chance zu bieten, in ihrem Leben wirklich auch mal eigenes Geld zu verdienen, ihre Familien selbst zu ernähren, ob in Deutschland oder woanders. Im Haushalt der Arbeitsministerin haben wir auch sehr viel getan, damit gerade die Jobcenter gestärkt werden, damit an dieser Stelle die vielen Flüchtlinge, die ja jetzt absehbar nach Abschluss ihres Asylverfahrens bei uns in die Jobcenter und in die Bundesagentur für Arbeit kommen werden, dass dort wirklich sie nicht eben zulasten der anderen Langzeitarbeitslosen, sondern mit gleichen Chancen und darum auch mit mehr Mitteln ausgestattet an dieser Stelle, damit das zu bewältigen sein wird. Wir haben sehr viele Menschen dort zusätzlich eingestellt. Die sind auch alle schon vor Ort angestellt. Und wir haben auch die Mittel erhöht, jetzt noch einmal 300 Millionen Euro mehr beim SGB II.
und die Sprachförderung der Bundesagentur für Arbeit, die Wert von 410 Millionen Euro 2017 auf 470 Millionen Euro 2018 noch mal erhöht. Und das ist auch der richtige Weg, denn nur wenn die Menschen gut bei uns integriert werden, dann sind sie auch ein großer Gewinn für uns und für unsere Gesellschaft. Und dann haben sie auch die Chance, was sie wollen, selbst für ihren Unterhalt hier zu sorgen. 100.000 Ein-Euro-Jobs, auch die sind geschaffen für Asylbewerber, die noch nicht anerkannt sind, die aber eine gute Bleibeperspektive haben. Und die soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt, da haben wir die Mittel verdoppelt und die Jobcenter verdoppelt, in denen dieses auch mit Mitteln des Europäischen Fonds verstärkte Mittel, wo die Angebote gemacht werden können. Abschließend möchte ich sagen, wir sind stolz auf das, was wir gemeinsam gemacht haben. Wir sind fest davon überzeugt, dass wir damit einen Beitrag zur sozialen Stabilität in unserem Land leisten und geleistet haben. Und insofern bin ich dankbar dafür, dass das so gut funktioniert hat. Vielen Dank. Das Wort hat die Kollegin Antje Tillmann für die CDU-CSU-Fraktion.